Ein neues Kit, ein neues Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin der Chef von der Modellbauseite.at und seht mal, was ich euch heute zeigen kann. Von der Firma Masterbox, Maßstab 1 zu 24, Figurenserie, At the Edge of the Universe, Strange Companies Adventures, gibt's was Neues. Ja, wobei was Neues unter Anführungszeichen. Ich war ja eigentlich schon immer ein Fan von dieser Figurenserie, also ich habe da eigentlich bis auf drei habe ich alle Figuren, die drei werden wir aber auch nochmal nachkaufen irgendwann, wie auch immer, ich werde euch glaube ich sogar ein paar Videos machen zu dieser Figurenserie, weil es mir eigentlich immer echt gut gefallen hat. Kommen wir dazu, bei meiner letzten Bestellung habe ich mir die Schachtel da mitbestellt, The Birth of the Team, The First Raid, Episode 2, hat cool ausgeschaut, denke mal, okay, haben es wieder so ich da, Armeeoffiziere oder was das sind, so eine Spezialeinheit, haben sie wieder Figuren dazu gebracht, haben mich da voll gefreut drauf, ist gestanden 2024 Formenneuheit, Vorsicht! Wie ich das drum dann gekriegt habe, drehe es um. Wie ich es umdrehe, denke ich mir, na Moment, die kenne ich, den kenne ich, die Geschichte kenne ich und vor allem das Bild da unten kenne ich auch. Weil die Figuren habe ich, die Figuren habe ich, die Figuren habe ich, die Figuren habe ich. Ich habe da eigentlich alle Figuren bis daher. Bis auf die drei Mechaniker, die habe ich mir leider noch nicht zugelegt, muss ich erst. Ja, da war ich dann schon mal sehr skeptisch. Dann habe ich angefangen, das Ding zum Auspacken. Und schauen wir diesen Spritzling an. Der Spritzling ist da drinnen, zwei Figuren eben. Und dann schauen wir das an und denke mir, na komisch, das kommt mir auch bekannt vor. Dann hole ich meine alten Bausätze raus. Und siehe da, das da, da ist der idente Spritzling wie das da, da. So, das ist 1 zu 1 das komplett das gleiche. Und der Spritzling da ist logischerweise der idente wie der da, da unten. Also, schlussendlich, ich meine, die sind, ich glaube 2021 oder so sind die am Markt gekommen. Das war einerseits der Bausatz da, eben Lorry Lightning Bolt Barnes steht da oben drauf. Da eben, wie sie sich bei der Bar anschleichen, da die Geschichte dazu, seht ihr, da ist die Figur, die waren bis dato dort raus, das ist die Figur, da habe ich mir damals separat gekauft, da habe ich auf der Modellbauseite eine Bausatzbesprechung gemacht, dann das gleiche da, der Tiberius Tie Constellation, Hackington der Dritte, eben, die andere Figur, was wir da sehen, das sind die komplett gleichen Figuren. Das sind keine neuen Figuren. Das ist einfach nur, die zwei Bausätze in einer Schachtel vereint und ein neues Frontbild drauf. Und was mich nämlich so irritiert hat, ich hab's mir nämlich schon so halbert gedacht, aber das Fiese ist, wenn man da liest, sind die von der Episode 1, und da haben sie definitiv draufgeschrieben, Episode 2. Und dementsprechend und aufgrund dieser Pose da vorne, habe ich mir gedacht, okay, und vor allem, wenn man da das Gesicht anders sieht, ihr seht, da schauen sie da so um die Ecken, und die hat sowieso kein Visier oben, und da schaut die weg, und der schaut da her, und das dürfte das Visier sein, also das ist alles ein bisschen irreführend, das Ganze. Dementsprechend finde ich das echt schade, dass da Masterbox das so blöd eigentlich außerbringt und kommuniziert. Ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass sie beide Figuren in ein Set reinhauen. Das haben sie ja da mit dieser Mechaniker auch gemacht. Du hast die separat kaufen können, die und die, und irgendwann hat es alle drei im Set gegeben. Das gleiche, na die Bar-Szene hat es glaube ich, oder? Na die Bar-Szene war separat, war dann im Set. Die war immer separat, glaube ich. Die zwar hat separat gegeben und dann im Set. Die habe ich nämlich im Set, glaube ich, gekauft, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Na Blödsinn, die habe ich separat gekauft, die ist dann auch im Set rausgekommen. Ist ja egal. Es spricht ja nichts dagegen, dass mehrere Sucht in ein Set reinpacken. Aber, was mir eben nicht taugt, ist das. Also, wieso macht man da so komplett neue Aufmachung, dass man sich denkt, das sind neue Figuren. Es ist sogar auf Scalemates tituliert mit 23er Formen Neuheit. Das stimmt aber nicht. Also das sollte Ende vorher scheinbar rausgekommen sein. Das stimmt nicht. Ja, wie auch immer, schauen wir uns trotzdem den Spritzling kurz an, weil die Figuren sind echt lässig. Also wenn wir da schauen, wir haben da eben zwei solche Kommandosoldaten, also eine Frau und ein Mann.
Und die haben halt ein bisschen Ausrüstung dabei und haben da echt irgendwie einen coolen Kampfanzug. Gefällt mir echt gut, haben es echt wieder gut getroffen. Schauen wir uns den auch gleich von der Seite an. Also wie gesagt, mir gefällt die ganze Serie. Ich glaube, ich werde euch da echt ein paar Videos dazu machen. Also wen es interessiert, da wird noch was dazu kommen. Das Video werde ich jetzt als erstes online tun, weil es eben eigentlich ganz wichtig ist, dass man da weiß, was man kriegt, meiner Meinung nach. Dass nicht ein anderer da eine böse Überraschung hat und dann vielleicht enttäuscht ist. Weil das, finde ich, ist einfach schade für die Serie. Weil ansonsten, ihr seht, hey, Spritzgussqualität 1A. Figuren, echt lässig, super designt, echt ein tolles Produkt im Großen und Ganzen. Und ja, leider durchs Marketing scheinbar ein bisschen verhunzt. Gut, ja, das wollte ich euch nur kurz sagen. Achso, bevor ich es vergiss, Bauanleitung. Ja, Bauanleitung ist relativ, sowas ist dabei. Also ihr seht da einmal, nämlich da sind die Figuren wieder in der Pose, so wie sie ursprünglich waren. Also die Bauanleitung ist ja gleich wie früher. Seht einen Überblick vom Spritzling, wie die Figur zusammengebaut ist, wo welches drum hinkehrt und die Bemalung ist dann sowieso so, wie ihr möchtet. Ich meine, es ist eine Sci-Fi-Geschichte, da steht jedem frei zu tun, was er möchte. Gut, damit sind wir durch. Wie gesagt, kurz gesagt, die anderen werde ich auch kurz eben vorführen, soweit es geht. Und ja, in dem Fall, die Blasterkanone stehe ich bei. Es war meine Freude. Bis zum nächsten Mal.